Habt ihr auch ein eigenes Gebäude und was für Fahrzeuge habt ihr? Homeland. Oh, was ist denn hier los? Jetzt passiert. Sag mal, Bus fahren geht oder? Das ist echt eine gute Idee. Oh! Oh! Ja komm, wir müssen ein bisschen schneller jetzt. Da will ich, ja, wo ist dann? Hä, wo ist die Party dann? Ja. Wo fährt er hin? Weiß ich auch nicht. Unser Busfahrer ist alkoholisiert. Ich hab auch das Gefühl, dass der halb alkoholisiert fährt. Oh mein Gott. Ich hab Blaulicht an. Wie zum Teufel schafft man sowas? Hast du gespammt oder hast du, ist das einfach so passiert? Nee, ich habe einmal gedrückt und dann noch ein zweites Mal. Dann hatte ich irgendwie kurz gewartet, habe mein anderes Fahrzeug ausgepackt. Das ist auch normal erschienen und auf einmal sind halt noch vier von denen erschienen. Da habe ich die Vermutung, dass deine Connection, die im Moment, wo du gedrückt hast, nicht so die beste war. Dann sind die später weg, weil wir haben da so einen Braytimer drin, der wartet eigentlich, dass du nicht spammen kannst. Ah, mein Plowtruck. Schau mal, wenn ich jetzt hier ganz oft spamme. Ah, doch. Okay. Okay, ich nehme alles zurück. Ich hab, oh mein Gott. Ja, ich nehme alles zurück. Wir haben doch keinen Raytimer drin. Ich bin der Steve. Hallöchen. Hi. Wer bist du? Der Wrestler. Das ist richtig cringe zu zugucken, wenn sie sich kennen. Stell dir vor, du hast die Wahl zwischen zwei richtig heißen Mädels. Gut, das hört sich jetzt blöd an, ja. Und das, okay, das, wenn ich das jetzt sage, ist das so objektiv. Das ist so objektiv. Die eine hat Oberbreite, die andere hat einen guten Poppes, weißt du? Was nimmst du? Jetzt sind das schon langsam so wie bei Monte. On the ocean. On the ocean? Ja, ja, on the ocean. But ducks don't live in the sea. Today he said he wants to see the big sea. I've never seen a sea duck. Yeah. So you're telling me there's a duck in the sea? Yeah. In salt water? Yeah. Da kann ich mit einem Skateboard fahren? Was ist das? Was ist das? Wenn das stimmt, Leute, also Leertaste halten. Ah. Ist ja voll geil. Danke, Leute. Weil ich muss ehrlich sagen, von Vögeln habe ich leider wenig Info. Es ist halt den Real Life. Aber direkt überfahren. Ach du meine Güte. What the fuck, Alter? Warum hat das Pferd? Hans, dein Haustier ist hier. Ich bin Pferd, also, ja, genau. Are you a sex offender or something? Ja, das bin ich, meine Dame. Was ist eine dumme Frage? Die Box. Wir bringen ihr Baby. Wie das aussieht. Ihr fliegt damit jetzt rum. Auch nochmal Secret Service Fahrzeug. Ja. Ich schwöre euch, NPCs in GTA sind echt mit Abstand die schlimmsten NPCs, die es gibt. Ich schwöre. Geflogen, einfach gucken. Ja, ich habe das ja auch so ein bisschen. Ja, ja, ich auch. Ja, ja. Hier ist noch ein bisschen Loch. Immerhin alles drin. Ich hoffe, wir sind im richtigen Haus. Hallo? Ich habe das falsche Haus aufgebrochen. Aber sie irgendwie nicht. Vielleicht liegt das daran, dass sie eine Frau ist. Also aufgrund des... Nee, aufgrund... Na nicht! Nee, ich meine nicht das. Ich meine, dass Player-Model eine Frau ist. Vielleicht hat die andere Collision. Ich weiß es ja nicht.
zusammen in einem Bettchen schlafen oder ja getrennt? Die Stimme weil ihr seid ja schon halbnackt. Ich möchte darauf hinweisen, dass sie hier mit einer Ente baden. Das ist doch ein Arschloch, Alter. Mach ich gerade euer Date kaputt? Ich glaube, zwischen euch läuft was. Es wird ganz warm im Wasser. Entweder hier pisst er rein oder... Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwas Warmes. Naja, nur einmal. Wussten Sie, dass der Autohausverkäufer ein Date mit einer Frau hatte? Ist gut, die teilen wir uns sowieso. Ja, mag das. Ist das deine Karre, Bruder? Goes ja, around ja. And around. Fahrt zur Seite, sonst schieb ich sie weg. Ah, halt dein Gosch. Bin ich das auch oder bin ich bescheuert, Alter? Hast du Freddy ist ja auch noch da. War die einzige Möglichkeit, dass wir irgendwie sein. Ha! Ha! Oh, aber ich. Ich will nicht wissen, was die da gerade gemacht hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, ich will nicht wissen, was die da gerade gemacht hat. Ich schwöre, ich habe gar nichts gemacht. Sind wir froh, dass wir hier nicht nackig werden können auf RLO, weil dann wäre das Video jetzt schon gesperrt. Es war nichts. Die haben hier gerade, die hat gerade Dehnübungen gemacht auf ihrem Sofa. Sie sind im Himmel. Was? In 2 Minuten kommt ein Storch und holt sie ab. Ui. Jesus Christus. Oh. Was? Ich komme in den Himmel. Sollen wir da oben absetzen? Könnt ihr davon sehen?